Sehr schön. Sturmschild, Verteidigung 2. Hey, bist du sicher, dass du bereit bist? Kommandant, es wird Zeit, den Sturmschild auszubauen. Da wir auf Pop nicht zurückgreifen können, übernimmt Lock die Suche am Boden. Na dann, viel Glück uns allen. Mit Lock? Na toll. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an hier. Und zwar, den guten Herrn hier. Kriegsschrei. Ablenkzeit 90 Sekunden. Kriegsschrei ist Kriegsschrei los. Alle verbündeten Charakter innerhalb von 4 Kacheln beeinflussen die Richtung dadurch 10 Sekunden lang 40% mehr Schaden mit Nahkampf und Fernkampf an. Außerdem wird das Angriffsgeschwindigkeit der Fernkampfwaffen 40% erhöht. Und mit Nahkampfwaffen um die Fähigkeit. Nahkampfwaffen um. Okay. Die Fähigkeit hält 10 Sekunden an. Die Effekte vom Kriegsschrei werden nicht gestapelt. Okay. So. Wir müssten, bevor wir aber jetzt mit Plunkert dann mit der stärksten Sturmschildverteidigung, müssten wir mal was gucken. Und zwar genau das hier. Wie bekomme ich jetzt hier 9? Müssen wir mal gucken. Dafür müssen wir das hier freischalten unter Stufe 2. Und den hier, Pistolenschützen und das freischalten. Kommt bald, steht da. Willst du mich verarschen? Den könnten wir freischalten, den holen wir uns auch. So. Was haben wir noch? Jetzt haben wir hier einen Scharfschützen, den wir hier einsetzen können. Dann nehmen wir doch den hier auswählen. So. Wie können wir den hier? Den Schläger, den können wir aber nicht freischalten. Pistolenschützen. Geht auch nicht. Und einen Gewehrschützen. Rucksackgröße um 5, geil. So, können wir jetzt? Kommt bald, sagt er mir. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das Ruderboot? Expansionsstärke Helden diesen Slot Ruderboots verbessern, um erfolgreiche Chancen in Ruderboots-Expansionen. Alles klar. Was haben wir hier noch? Ja, wusste ich gar nicht, dass wir noch einen Rucksack bekommen. Rucksack erhöhen können. Gibt es da mehr Rucksackerhöhung? Ja, hier. Aber die haben wir schon. Die haben wir schon. Das ist doch doof. Können wir. Zwei Mann bloß zur Verteidigung. Das ist kritisch. So, dann müssen wir den mal vielleicht mal hier aufleveln. Aufrüsten. Ah, da brauchen wir wieder Helden-EP, oder was? Hammernet. Hammernet. Und Scheiß. Gut. Bevor wir jetzt die Sturmschildverteidigung, ich wechsle den Helden. Weil, Moment, komme ich mit dem besser klar. Klar, ich weiß nicht warum. So. Helde, Helde, Helde. Wo ist er? Da ist er. Auswählen und dann tun wir den derweil den anderen da rein hier, den, ja, den guten hier. So. Wir können das ja dann wieder für die Mission ändern, aber ich brauche den jetzt wegen dem C, also wegen dem, mit der Schockwelle. Solange wir den nicht haben. Gut, los geht's. Sturmschild Verteidigung 2. Aber erstmal müssen wir aufrüsten. Ab geht er, Peter. So. Da sind wir. Bei unserem Sturmschildchen. Platziere Verstärker auf einem offenen Plattform. Tja. Gut, also. Bleib ich rein hier. Wir können natürlich wieder Munition herstellen für die gewissen Sachen. Erzähl ich denn schon wieder. Wir müssen natürlich wieder unsere Verteidiger positionieren, um das natürlich wieder alleine zu schaffen. Das ist ja das Ziel. Alle Sturmschilder alleine zu verteidigen. So, wir nehmen natürlich gleich den hier oben. Und dann würde ich sagen, dann machen wir hier auch den Eingang direkt rein. Zack. Nein, das war nichts, aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Das war schlimm. Fuck, Mann. Also Metall haben wir genug unten im Lager, das weiß ich. Wir haben ja gesammelt, die Blöde. So. Dann haben wir das Ding. Wir bauen natürlich die gleiche Verteidigung wie in Steinwald. Nur aus Metall jetzt. Bäh. Okay. Gut. Dafür machen wir das hier. Nein. Hier können wir es nicht machen, weil hier ist der Eingang. Oh, das geht gerade so hin.
Wenn ich ehrlich bin, das ist wirklich nicht gerade viel Platz hier oben. Also viel mit Ausluftzonen oder so gibt's ja nicht, aber dafür kommen sie nicht alle verstreut durch die Kante gelaufen. Du gehst mal weg, du störst mich gerade. Sonst bauen wir erstmal dieses Ding wie... Ne, ihr kennt das ja. Erstmal ringsrum alles hier sichern, ne? So. Also wenn sie von Süden kommen, ja, dann haben wir auf jeden Fall... Zumindest ist unsere Basis dann von der Seite... Kein Kommentar. Ihr braucht nichts sagen. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Hier können wir dann dahin springen, genau. So, das haben wir. So, dann machen wir erstmal hier einen Deckel drauf. Dann machen wir hier wieder die schöne Fensterchen rein. Nee, na, so, zack. Nur wieder Fallen bauen ohne Ende. Oh, da freut mich wieder. So. Dann jetzt wünschen. Zack, zack, zack. Hallo? Müssen wir ja nur upgraden, das Ding, ne? Dass es nicht gleich überrannt wird. Aber Material haben wir ja genug dafür. Die nächsten Probleme sehe ich da unten. Weil wir nicht genug Wände bauen können. Aber das ist nicht so schlimm, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir machen ja trotzdem was dran. Hopsa, hops. So, da sind wir immer rum. Hier werden wir bloß Schrägen reinmachen. Wir werden das nicht wie im Steinwald machen und das hier zumachen, weil die Gefahr ja auch betraf, dass sie von der anderen Seite kommen konnten. Können sie ja hier nicht, weil da müssten sie ja in den Abgrund fliegen. So, machen wir hier die Tür schon rein. Oh, Entschuldigung. Unmöglich. So, dann machen wir natürlich hier wieder schöne... Zack, genau die. Das muss ja wieder schön stabilisiert werden. Es muss ja schön aussehen hier drinne. Genau, nochmal. So, müssten wir alles haben, rein theoretisch. Genau. Und dann kommen wir hier überall die Fenster rein. Machen wir bloß eins, falls sie durchbrechen, dass wir wenigstens noch einen Schutz haben. Wie viel Material haben wir denn? Das ist nicht mehr viel. Aber wir können ja Metall holen. Wir haben ja genug im Lager. So. Wird also eine Baufolge sozusagen heute. Also diese Mission, die Mission jetzt hier. Entschuldigung, wenn ich mal auf die Tastatur gucken muss, manchmal ist es halt... Komme ich halt durcheinander. So! Das war aber Blödsinn. Warum? Ja, wir können eigentlich die Eingänge auch hier machen. Genau, machen wir sie hier. So, da eine Türe rein. Da eine Türe rein. Und hier eine Türe rein. So! Dann machen wir hier noch Bodenplatten hin. Machen wir da noch Spikes drauf, wenn sie da durchbrechen sollten und es beschädigen sollen, dass wir da wenigstens hier eine Grundverteidigung haben. Weil ich nicht weiß, was auf uns zukommt, wenn ich ehrlich bin. So. Und jetzt können wir auch schon Metall holen. Mal uff. Das war daneben. War nicht so schlimm. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen im Galopp. So. Ja, wir haben ja, ich habe ja fleißig gesammelt in den letzten Folgen. Also in den Folgen, in denen, wo ich offline gespielt habe. So, hier haben wir mal einen Hit. So, Fallen müssen wir ja auch noch bauen. Yippie. Achso, wir müssen ja wieder hier hoch. Aber wir brauchen hier Treppen laufen, wir können ja springen. Ja, schön. Und nochmal. Yippie. Und Jump. So. Gut, hier drinnen sind wir erstmal durch, ne? Ja. Dann upgraden wir jetzt draußen und dann fangen wir an mit den Fallen bauen. Natürlich wäre wirklich toll, wenn man hier eine Leiter hochte, aber ja, es ist jetzt nicht so wild. Geht leider nicht. Erstmal machen wir hier alles schön dicht.
Erstmal schön alles upgraden, deswegen haben wir das Metall ja mitgenommen. Die da vorne müssen wir auch noch machen, ich weiß. Mache erstmal die Hauptsachen hier. Nö. Hast du gerade gesehen? Ich bin durch die Wand gegangen. Ich bin ein Magier. Ah, das Metall wird enge. Aber wir haben ja noch genug. Von daher, alles gut. Ich finde halt die Pyramiden klasse. Hier müssen wir auf jeden Fall noch Bodenplatten machen. Die machen wir wahrscheinlich aus Stein. Obwohl, wir könnten sie rein theoretisch auch aus Metall machen. Hält besser und hält auch länger. Und da war es leer. Okay, und wir holen... Nein! Oh, so weit runter wollte ich gar nicht. Egal. Zack, 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 zack. So, Lager. Transfer maximal. Transfer maximal. So. Ne, wir müssen wieder hoch. Ja, ja. Da habe ich leider noch keine Lösung. Weil das ist die Hauptzentrale sozusagen. Und von daher müssen wir halt alles. Hopp. So. Also, ihr könnt natürlich hier hochlaufen. Die können. Ach, die können überall her. Komm. Ist Fischer. Machen wir erstmal hier dicht. Hier könnten sie rein theoretisch nie hochkommen. Bin mir aber nicht sicher. Erstmal schön als Upgrade. Ach ja. Da gehen wieder Stunden verloren hier, was wir an Material hier gesammelt haben. Das ist nicht mehr normal. Aber das muss halt sein. Metall ist am sichersten. Oh, und das war's schon wieder. Flup. Und dann können wir hier wieder runtergehen. Zack. Ich will da gar nicht runter. Ja. So. Und wieder Metall holen. Ach ja. Ja, die Folge. Ihr wollt jetzt sehen. Ich kann es nun mal nicht ändern. Ihr wollt, habt mich dazu genötigt, dass ihr alle sehen wollt, was ich hier so tue. Ne? Das heißt ja auch ein Let's Play. Ne? Und jetzt mache ich das natürlich so, wie ihr es wünscht. Es muss halt sein. So. Upgraden, upgraden, upgraden. Unten sind wir durch, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Innen drinnen müssten wir rein theoretisch noch machen. Hier sind wir auch fertig. Unmöglich. Hier sind wir auch fertig. Geht leider nicht. Das upgraden wir auch noch, dass alles hübsch aussieht, ne? Hier müssen wir natürlich auch nochmal. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, da haben wir eine vergessen. Du auch, du auch, du auch, du auch. Und du auch, und du auch, und du auch. Wunderschöne Sache. Gut, jetzt müssen wir durch sein. Hier müssen wir nochmal. Nö. Ne, müssen wir nicht. Hier müssen wir warten. Na komm. Geht leider nicht. Na komm. Und komm. Haben wir noch 100 übrig. Wir holen uns auf jeden Fall noch Metall, wenn wir dann noch Munition herstellen wollen. So, jetzt brauchen wir. Erste Mal. Davon brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal ein Heilpad. Haben wir ein größeres, besseres Heilpad? Ne, wir haben nur das. Gut, nehmen wir erstmal ein Heilpad. Das kommt wieder hier oben hin. Da wir uns hier heilen können, wenn es wirklich kritisch wird, aber das, da müssen wir echt noch upgraden, das Ding, also. Ich habe aber die meisten Skizzen hier woanders hingesetzt. Wie wär's mit... Dann wollen wir noch zwei. Falls es dazu kommt, dass wir noch mehr solche Leute hinstellen können. Bei den anderen ging es, da hat man ja ringsrum Verteidiger im Steinwald. So. Das hätten wir. Kommen wir zu den Fallen. Haha. Ey, meine armen Ressourcen. So, wir nehmen erstmal die Dinger hier. Da brauchen wir echt eine ganze Menge. Machen wir doppelt. Einmal oben, einmal unten. Müssen wir erstmal warten, bis wir die hergestellt haben. Derzeit können wir ja mal gucken.
gucken, was unsere Leute von Verteidigung brauchen. Naja, haben wir die hier, die hier und die hier. So, wenn wir die einsetzen, können wir ihnen ja geben. Keine Waffe ausgewählt. Was gibt man der denn? Das MG? Da müssen wir eine Munition herstellen. Och, hü. Also viel Vorbereitung wieder notwendig hier. Mal sehen. Aber wir kennen das ja nicht anders. So muss es halt sein. Und ihr wollt halt sehen, wie das für uns funktioniert. Hier können wir rein theoretisch ihn hinmachen, aber das ist Quatsch. Oder? Einfach trotzdem. Hier können sie herkommen. Hier können sie hochkommen. Hier können sie upgraden. Ups. Hab ich das vergessen? Nein. Nee, hab ich gemacht, ne? Nur da nicht. Egal. So, wieder schön drum rumwackeln hier alles. Unmöglich. Nein. Oh, Glück gehabt. So, da sind wir hier oben rum. Hier kommen wieder unsere Lichtshow hin. Ja, so, nochmal hier. Geh mal hier ins Rand an die Ecke. Geh weg. Ja, geht. Ja, da, 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 da. Sicher ist die Mutter noch Porzellankiste, sage ich immer so schön. Das war's schon. Machen nochmal drei. Hier können wir auf jeden Fall noch welche dran machen. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wenn hier Geister vorbeigeflogen kommen, wird es die. Oh, wir brauchen noch Metall. Ha! Ich hab's geahnt. Ein kleines Gebäude. Ja, ist gut. Gut, hier haben wir. Ja, sind wir durch eigentlich, ne? Sind wir rum. Wir brauchen aber noch Metall. Wir müssen noch mehr upgraden. Eigentlich müssten wir hier unten auch noch upgraden, aber. Naja. Ist ja nicht so wilde. Transfer maximal. Gib das her. Dankeschön. Und wieder hochlaufen. Ja, das gehört zur Sturmschildverteidigung dazu, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Vorbereitung ist alles. Hopp. So, haben wir noch irgendwo was vergessen, was ich jetzt nicht gesehen habe? Innen drinnen könnten wir auch machen. Wir machen jetzt erstmal unsere Lichtshow, und zwar die Teile. Die machen jetzt zwar nicht so viel Schaden, aber wir haben sie erstmal. Dürfen wir ja nicht so viel machen. Geht leider nicht. Genau. Schnapp sie dir! So, wenn die hier zu nahe kommen, werden die geblendet und kriegen auch ein bisschen Schaden, aber es ist jetzt nicht die Welt. So. Upgraden. Unmöglich. Hab ich die Seite echt vergessen? Nein. Oh, hier habe ich nichts vergessen, oder? Nö. Würde schon sagen. Gut. Die werden wahrscheinlich hier hochgelatscht kommen, die blöden Viecher. Lasst uns was bauen. Die Frage ist, machen wir die auch aus Metall? Ich werfe Stein. Lass mal das Bäumchen hier wegmachen. Würden wir rein theoretisch immer rummachen. Machen wir aber nicht. Hier machen wir ohne Fallen hin. Könnten wir rein theoretisch hier rüber bauen. Genau. Falls sie doch hier lang kommen. Kriegen es halt von allen Seiten auf aufs Maul. Das war nicht das Richtige, was wir haben wollten. Das war wieder nichts. Müssen wir wegklippen das Ding. Nicht so schlimm. Legen wir hin. So, hier haben wir. Obwohl das blödsinnig ist hier, was ich gerade gemacht habe. Es ist aber egal, rein theoretisch. Ihr könnt natürlich auch hier runterspringen, runter machen. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal ein paar Gasfallen. Jo. Machen wir hier 1, 2, 3. Ja. Sehr schön. Dann könnten wir rein theoretisch auch hier so machen. Mir gerade ist unsicher.
Wenn die hier so rumlaufen. Ist jetzt nicht die Welt, aber... Probier mal was. Das sieht natürlich etwas besser, schöner aus, also ein bisschen geflaggter, muss man sagen. Wir können ja nicht so hochlaufen, genau. Und da könnten wir rein theoretisch. Nee. Die hierhin so leiten oder nicht? Wir können hier rumlaufen, oder? Da können wir da rein theoretisch unter. Hier können wir leider keine Falle mehr hinbauen. Ärgerlich. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, dann müssen wir noch welche herstellen. Was haben wir jetzt noch hier? Material haben wir ja noch genug. Boden müssen wir auch noch machen. Upgraden können wir es rein theoretisch auch. Ist aber jetzt nicht so. Komm zu Papa. Hier bringt's nichts. Hier schon eher. Ja. Machen wir noch Bodenfallen. Aber erstmal gucken wir, wo wir den Rest vorhin schmeißen. Hier können wir nicht dran machen. Ne, leider auch nicht. Gut, hier müssen wir dann noch alles auslegen. Hier brauchen wir auf jeden Fall. Ob wir da vielleicht auch noch einen Tunnel bauen, ist eine andere Frage. Werden wir gucken. Ja, die können natürlich auch von hier kommen. Das müssen wir sehen dann. Wo die Wellen dann nochmal herkommen. Machen wir erstmal hier alles dicht. Aber können die überhaupt hierher kommen? Ja, das ist ein Plateau. Alles klar. Wir können natürlich auch hier wieder Gasfallen hinmachen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir machen die erstmal. Wie willst du legen die jetzt erstmal bitte? Kurz. Ich weiß, es ist jetzt eine unnötige Materialverschwendung, aber. Wir müssen jetzt erstmal die Boden machen. Die Böden machen. Boden. Oh, was ist halt los, ey? Ne, die wollte ich nie haben. Und die andere Sache ist, wir sollten vielleicht mal Munition aus dem Lager schon mal holen. In der Zeit, wo wir das produzieren, wir brauchen ja ein paar. So werden wir unsere Zeit nicht sinnlos verschwenden. So. Weil Munition haben wir ja auch genug eingelagert. Glücklicherweise. Aber genau, von der Munition haben wir natürlich nichts eingelagert. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Welche Waffe funktioniert mit kleinen Mumpeln? Jetzt müssen wir mal wieder gucken. Oh. Die funktioniert mit großen. Das Sturmgewehr funktioniert, keine Ahnung. Das ist die Kleine. So eine Scheiße, aber auch. Wir müssen ja die Große geben. So eine Ver... wollte ich schon sagen. Wir könnten ja aber auch ihr die geben. Davon haben wir ja genug Reserve, oder? Lager? Ja, davon haben wir genug. Transfer maximal. Da können wir der die geben. Also, ich rede jetzt von dem Helden, ne? Mach ich denn eigentlich schon wieder? Hinsetzen! Rein theoretisch sollte das gehen. Hopp! Bodenfallen haben wir jetzt 12. Machen wir noch ein paar dazu. Sollen wir bei 20 sind? Okay. Unser Material hat sich echt. So, natürlich verlangsamt das auch die Viecher, ne? Das dürfte ich vergessen. Ich denke, von hier können sie rein theoretisch nicht kommen, aber sicher, sicher. Sehr schön. Wenn sie hier durchmachen, was dann?
Ja, werden wir sehen. Also so, jetzt haben wir das hier erstmal soweit durch. Gut, jetzt kümmern wir uns um die Helden. Nummer 1 wäre sie hier mit 35er Stufe. Die bekommt von mir diese Waffe und kriegt von mir maximal bestätigt. Das finde ich übrigens gut, dass sie das reingemacht haben im Patch, dass du nicht alles sinnlos hinwerfen musst und so. So, was haben wir noch? Wir hätten noch einmal dieselbe. Dafür müssten wir... Wir geben mir noch einen MG dazu. Dafür müssen wir aber erstmal Munition kurz herstellen. Eine Shotgun hat man ja auch noch, ne? Haben wir noch genug Munition für das Teil? Ja, aber... Dann müssen wir eine Shotgun herstellen für den gewissen Herren. Welche nehmen wir denn da? Die hier? Das ist eine ganz alte, ne? Ja, Pistolenschützen haben wir ja die 49er, das sollte auch funktionieren. Dann nehmen wir erstmal unseren Shotgun-Typen, 27er. Komm, herstellen. Geben wir den die hier und die Maximalmunition bestätigen. Halte die Stellung und kämpft. So, da hat er auch Munition, genau. So, was wollten wir jetzt noch? Ach ja, wir wollten ihr das MG geben. Geben wir dann, machen wir ein volles oder? Ach, wir nehmen gebrauchtes, so. Da kriegt die das hier, da kriegt die unser MG her. Maximal bestätigen. Was denn jetzt hier? Ach, ist hier wohl zu schade, die eine Mumpel oder was? Hat eine Macke. So, jetzt haben wir drei. Ich würde sagen, wir hauen noch einen Pistolenschützen raus. Munition für die Pistole haben wir genug. Welche Pistole? Wir nehmen die. Da stellen wir den hier her und nehmen wir den hier. Kriegen wir ja auch alles wieder, von daher. Für die Festung! Was wir zu viel haben, geht sowieso ins Lager. So, und jetzt müssen wir natürlich selbst Munition herstellen für uns. Und wir sollten auch noch eine Waffe für uns herstellen. Obwohl, wir könnten eigentlich mit den zwei schon gut klarkommen. So, jetzt haben wir 4 Verteidiger. Das sollte reichen. Hoffe ich. Ich betone hoffe. Was wir jetzt natürlich noch machen können, ist unsere... Upp. Nein! Aber gut, wir kriegen den Schaden dadurch. Hier unten ist ja alles geupgradet, so viel ich weiß. Außer die Bodenplatten. Die machen wir nochmal schnell mit. Hier machen wir nochmal eine Frostfalle. Wir müssen natürlich das ganze Gebäude noch upgraden. Das wird dann natürlich noch größer werden, ist klar. So. Jetzt brauchen wir noch hier welche. Hier kommen dann unsere Verteidiger noch rein. Die müssen wir 4 Stück. Wir haben auf jeder Ebene 4, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Hier oben hätten wir dann auch noch welche, aber ich mach die mal hier unten rein, weil hier können sie nicht ausbrechen. Ja, ich weiß, es dauert, aber das gehört nun mal dazu. Schnapp sie dir! Unmöglich. Und wir können die switchen, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich brauche die von da oben, drück ich hier drauf. Und dann kann ich mir irgendjemanden holen, der schon da ist. Zum Beispiel sage ich jetzt hier, die brauche ich hier unten, dann wird die hierher geswitcht und bums, dann ist sie hier unten. Mit allem, was er hat. Wie wär's mit... Ich vermute mal, hier hinten brauchen wir keinen. Aber das werden wir sehen. Sicher ist sicher. Ihr wisst das. Gut. Ich denke, da haben wir es soweit erstmal. Also, ich bin zuversichtlich, dass wir die Sturmschildverteidigung 2 schaffen. Vielleicht ist es so schon wieder viel zu viel, was wir gemacht haben. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Mike dafür. Haut rein und vergesst nicht, nächste Runde ist Blanka da dran. Ciao, ciao.